Hochsaison der Ernte, viel leckeres Obst und Gemüse aus deinem Garten. Vielleicht kommt es dir da in den Sinn, dein eigenes Saatgut zu nehmen von den Pflanzen mit den leckeren Früchten und Blattwerk, damit du sie auch in den nächsten Jahren wieder anbauen kannst. Mit jedem weiteren neuen Jahr werden auch weitere Informationen von der Anbaufläche weitergegeben. Das heißt, die Pflanzen passen sich auch deiner kleinen Klimazone. Aber Vorsicht! Es gibt auch einige Kulturen, die selbst ich nicht unbedingt vermehren wollen würde. Welche das sind, erzähle ich dir in dem Video. Und natürlich, welche Kulturen du ohne Probleme einfach vermehren kannst. Und dieses Video hier war ein Wunsch von Zuschauern. Fangen wir mit den Kulturen an, von denen du besser die Finger lassen solltest, sofern du auf reine Sorten achtest. Die heutigen Kohlkulturen stammen von den einzig wahren Urkohl ab. Helmutkohl. Und so kann es passieren, dass sich der Kohlrabi mit dem Grünkohl kreuzt oder der Rosenkohl mit dem Spitzkohl und so weiter. Das heißt, du kannst dann sehr schöne neue Sorten kreieren. Da können schon die wildesten Kombinationen rauskommen. Um jetzt zum Beispiel eine Sortenreinheit zu gewährleisten, werden dann sehr gerne Schutznetze genutzt. Da ist dann auch das Problem, dass dann die Bestäuber fernbleiben, die ja natürlich auch für die Verkreuzung mit verantwortlich sein können. Da kann es dann unter anderem sein, dass du dann selbst Hand anlegen musst. Die Aussage ist ein Test. Um das Risiko noch weiter zu minimieren, empfiehlt es sich auch, ordentliche Abstände zu anderen Kohlsorten zu halten. Zum Beispiel, wenn du jetzt Brokkoli vermehren möchtest und der geht in die Blüte, ordentlichen Abstand zu anderen Kohlgewächsen halten, wie Rosenkohl oder Grünkohl, falls die auch anfangen zu blühen. Ja, neben den Kohlgewächsen, auch die Kollegen der Kürbisgewächse neigen auch sehr stark zur Verkreuzung. Besonders die Zucchini und Kürbisse. Wobei die Zucchini ja eigentlich auch eine Kürbisart ist. Grob kann man sagen, dass innerhalb der Kürbisfamilie es noch drei Unterfamilien gibt. Die Kürbis Maxima, wo der Hokkaido und der GT Okunosen dazugehören. Die Cucurbita Pepo, wo die Zucchini und die Zierkürbisse dazu zählen. Und die Moschuskürbisse, wo zum Beispiel der Butternut-Kürbis reinfällt. Innerhalb dieser Unterfamilien passieren Kreuzungen sehr schnell, wodurch ja auch die Gefahr besteht, dass zum Beispiel die Bitterstoffe von einem Zierkürbis in der Zucchini landet. Außerhalb der Familie, also zum Beispiel, dass ein Hokkaido, der aus der Maxima-Familie kommt, sich mit einer Zucchini kreuzt, ist recht unwahrscheinlich und wahrscheinlich auch in den normalen Gartenverhältnissen so gut wie kaum möglich. Also kannst du auch ohne Probleme Hokkaido und Zucchini in der näheren Umgebung anbauen. Falls du aber wirklich Spaß an einem Kürbisanbau hast, denn es gibt auch so viele verschiedene wunderbare Sorten und du möchtest dann hier einige Sorten reinhalten, dann ist dann das gleiche Spiel wie bei den Kohlgewächsen. Du musst halt auf die Sortenreinheit dann achten, also genug Abstände zum Beispiel lassen oder einfach manuell bestäuben und dann ein Schutznetz drüber machen. Die wahre Schöpfergeschichte des Menschen. Die Bibel lügt. Die Evolutionstheorie ist falsch. Wir Menschen sind aus Maisteig gemacht. Das in der Richtung glaubten die Mayas. Deshalb spielt der Mais eine sehr wichtige Rolle in diesen Kulturen und selbst heute noch eine sehr wertvolle Pflanze in der Region. Allerdings ist die Sortenvermehrung in Bezug auf der Reinheit sehr erschwert und eine große Herausforderung, denn der Mais ist ein Windbestäuber und kein Zwitter. Mann, ich hab mich da gerade verhört! Kleines Würstchen, da wird mir gleich kotzübel! Die männlichen Blüten befinden sich an der Spitze der Pflanzen. Diese Blüten bilden die Quaste, die dann die Staubbeutel haben, um dort für die Bestäubung bei den Kolben zu sorgen. Diese Blüten bilden die Quasten, die die zahlreichen Staubbeutel enthalten, die dann den Pollen beinhalten und diese dann auch freisetzen. Der Kolben trägt die Seide, an denen dann die zahlreichen Härchen rauskommen und die die Pollen dann aufnehmen, anhaften und dann sich bestäuben lassen. Jede einzelne Seide steht dann für ein Korn auf dem Kolben. Hauptbestäubung beim Mais ist der Wind, um hier eine erfolgreiche Bestäubung zu gewährleisten, damit die Kolben auch alle tragen, wird auch mit Absicht einen hohen Pflanzstand verursacht. Das heißt, die werden sehr eng in einem Viereck. Zusätzlich wird auch darauf geachtet, dass Sorten genommen werden, wo halt die Blüten, die männliche und die weibliche, zur gleichen Zeit aktiv sind. Weil ich ja vorhin erwähnt habe, dass jede Seide für ein Korn auf dem Kolben steht, kann es halt sehr schnell passieren, dass sich halt andere Sorten in diesen Kolben mit reinkreuzen. So, zum Beispiel baust du gelben Zuckermais an und irgendwo in der Nähe baut jetzt jemand Ziermais an oder Futtermais oder auch bunten Mais. Und wenn jetzt dein Zuckermais die ganzen Pollen von den anderen Sorten aufnimmt, dass du einen bunten und durchmischten Kolben hast. Also Augen auf und gucken, was in der Nachbarschaft angebaut wird. Und wenn der Mais dabei ist, Vorsicht.
oder einen guten Sicherheitsabstand lassen. Also ich will jetzt nicht unbedingt Mais anbauen, wovon ich dann den Kolben nehme, neben einem konventionellen Maisfeld. Würde ich nicht unbedingt machen. Vor allem der Wind auch ziemlich viel transportiert, ey. Dann kommen wir zum Aldi-Maskottchen. Möhren. Muah. Karottensaft Nummer 1. So lecker. Zum Kauen für gesunde Zähne auch wunderbar. Und es gibt hier auch schöne verschiedene bunte Variationen und Farben. Also mir gefällt es, wenn dann die Möhren so actionfigurmäßig ausschauen. Dann die lila Möhren auch sehr schön. Oder auch die großen Franzosen. Da haben die Franzosen mal was Sinnvolles gemacht. Ja, was macht jetzt die Saatgutgewinnung so anspruchsvoll? Also erstens fängt die Möhre ja erst an im zweiten Jahr zu blühen. Das heißt, im ersten Jahr bildet sie erstmal ihre Speicherwurzel aus, also die Pfahlwurzel, die wir essen möchten. Und dann im zweiten Jahr, wenn sie dann anfängt, die Blüten zu bilden, die Samenbildung zieht sie von der Energie, die sie da in der Wurzel gespeichert hat. Das Blütestadium der Möhre wird dann durch die Kälteperiode, die normalerweise im Winter entsteht, eingeläutet. Das heißt, wenn du zum Beispiel Spätfröste hast im Mai, im Juni und du hast schon bereits im Februar oder März Möhren ausgesät, dann kann es leider sein, dass sie dann deshalb vorzeitig in Blüte gehen, wenn da mal noch was kommt. Über den Winter kannst du in der Regel die Möhre auch in den Beeten drin lassen, weil wir jetzt in den letzten Jahren schon ziemlich mildere Winter hatten. Das übersteht sie. Sind die Winter ein bisschen stärker im zweistelligen Minusbereich, dann kann es dann durchaus sinnvoll sein, die Möhren zu ernten, die zum Beispiel in Sandkisten irgendwo kühl zu lagern und sie dann im März zum Beispiel wieder rauszusetzen, wenn du unbedingt Samen gewinnen möchtest. Das hat zum Beispiel mein Vater gemacht und nach seiner Geschichten, die hatten schon richtig kalte Winter dort drüben, ey. Da würde ich nicht gern leben wollen. Weiteres großes Problem sind dann die Bestäuberinsekten, die dir dann weitere Eigenschaften von Wildmöhren in deine Kulturmöhre mit reinbringen und die wilden Möhren sind bei uns ziemlich weit verbreitet und haben auch, wie bei unserer Kulturmöhre, die ähnliche Zeitraum in der Vegetation. So kannst du dann schnell unerwünschte Eigenschaften bekommen, zum Beispiel, dass die Wurzel nicht ganz so süß ist oder auch schnell dazu neigt, holzig zu werden. Und ein weiteres Problem an dem Saatgut ist, dass es nicht ganz so lang keimfähig ist, wie im Vergleich zum Beispiel zu Tomatensamen, vor allem, wenn du es nicht richtig lagerst. Gleiche Herausforderung sehe ich auch beim Sellerie, der genauso wie die Möhre erst im zweiten Jahr anfängt zu blühen. Das heißt, du musst den Sellerie auch erstmal über den Winter bekommen. Und hier eine kleine Anekdote zu mir. Ich habe mal im Hochbeet Staudensellerie angebaut. Ich wollte ihn sogar über den Winter bringen, bis dann meine fette Schneedecke gekommen ist und den Sellerie darunter platt gemacht hat und dann darunter alles angefangen hat zu schimmeln. Das war damals im Freiland. Ich glaube, in einem Folientunnel oder einem Gewächshaus hat man da viel höhere Chancen, dass der Sellerie, also jetzt hier der Staudensellerie, eher durchkommt. Und wenn man Saatgut gewinnen möchte, das ist die einfachste Methode ist, muss man sich ja dann dementsprechend Platz suchen oder schaffen, weil halt der Sellerie dann doch eine sehr lange Kulturzeit hat und da kann man halt auch andere wunderbare Kulturen reinsetzen. Einen Knollensellerie, den kann man halt ganz normal auf dem Acker raussetzen. Ich glaube, das ist ein bisschen robuster. Der Knolle dann wieder das gleiche Spiel wie bei den Möhren. Falls der Winter dann doch zu stark wird, rausnehmen, richtig einlagern, einschlagen und dann im Frühjahr wieder raus. Auch der Sellerie kann sich ordentlich verkreuzen innerhalb der Kultursorten. Knollensellerie, Schnittsellerie und Staudensellerie. Oder auch dann mit unzähligen Wildformen. Und hier ist ein empfohlener Isolationsabstand von 1 Kilometer empfohlen. Wie schnell könnt ihr eigentlich 1 Kilometer laufen? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Auch sind die Samen sehr klein und da ist ein richtiges Timing sehr wichtig, weil wenn du die dann zu lange dran lässt, dann fallen dir die Samen runter und die dann irgendwie vom Boden, vom Mulch oder vom Rasen aufzuklauben, ist halt sehr mühselig. Dann kann es dann sein, dass du ein ungemodeltes Mikroskop und eine Pinzette brauchst. Und zum Schluss jetzt noch eine ganze Gruppe, die sich halt über mehrere Kulturen erstrecken, und zwar die Hybridsorten. Bei den Hybridpflanzen ist es so, dass hier 2 Elternpflanzen genommen worden sind, da die besten Merkmale und Eigenschaften genommen und damit eine neue Generation, eine neue F1-Sorte rausgezüchtet worden ist. Die beiden Elternpflanzen sind genetisch unterschiedlich, aber dennoch stabil. Mit dieser Methode gewährleistet man neue, ertragreiche und robuste Sorten gegenüber Krankheiten. Allerdings ist es ja dann so, wenn du dann von diesen Sorten dann
Saatgut nehmen möchtest und die vermehren möchtest, weil du denkst, die haben schöne Früchte, sind ertragreich, sind super Sorten, und dann kriegst du halt den Schreck im nachfolgenden Jahr, weil dann spaltet sich das dann wieder auf. Du bekommst dann die Sorte der F2-Generation, die dann unterschiedliche Eigenschaften von deinen Eltern haben können. Dann kann es dann sehr schnell passieren, dass die Früchte kleiner werden, diese robuste Krankheitsresistenz dann auch verloren geht und dann ganz andere Eigenschaften rauskommen. Ich zum Beispiel hatte dann meine Melonensorte, die dann ein massives Wachstum hatte, aber gar keine Blüten angesetzt hat. Es gibt Forschungen und Beobachtungen, dass die Wahrscheinlichkeit dann sehr, sehr groß ist, dass halt die F2-Generation die ganzen Ertragsfähigkeiten von der F1-Hybride verlieren. Zum Experimentieren bestimmt ganz lustig, mal aus dem Supermarkt ein paar Paprika oder Tomaten rauszunehmen, wo man weiß, dass das F1-Hybride sind, die dann aussehen und gucken, was passiert. Oder einfach mal so F1-Hybrid-Saatgut kaufen und gucken, wie lange es dauert, bis dann eine stabile, samenfeste Sorte rauskommt nach mehreren Generationen, 5, 6, 7. Also so im kleinen Rahmen ja, im größeren Ausmaß würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Außer du willst immer wieder neues Saatgut kaufen. Aber jetzt weg von den Hybriden und kommen wir zu den samenfesten Sorten. Und zwar die samenfesten Sorten, die man ganz einfach bei sich im Garten vermehren kann. Simpel, einfach, ohne viel Arbeit. Darunter zählen die großen Lieblinge bei uns im Garten, die Tomatensorte Madimamba. Eine sehr geile Tomatensorte. Aber die beste ist immer noch die Ananastomate. Das Gute an der Bestäubung von den Tomaten ist, dass sowohl in den Blüten die männlichen und die weiblichen Komponenten vorhanden sind und sie dann lediglich durch eine Vibration, zum Beispiel von Hummeln, vom Wind oder wenn wir ein bisschen Hand anlegen, durch Schütteln oder viele nutzen sehr gerne elektrische Zahnbürsten oder andere Vibrationsgeräte. Du weißt schon, dass das ein Film ist. Die Tomate hat in ihrer Blüte sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Genau wie die Schnecke beide Geschlechtsteile hat. Die beide gehören zu LGBTQ+. Also von Satan höchstpersönlich auf die Erde geschickt, um deine Kinder zu verführen und sie anders zu machen. Gut, bei dem höllisch guten Geschmack kann man sich mal sehr schnell verführen lassen. Kleinen Moment, ich muss mal meinen Folientunnel abfackeln. Spaß beiseite, ich finde die Eigenschaft recht gut, weil sie ja die Sortenvermehrung sehr vereinfachen, vor allem bei den Tomaten. Da kannst du dir zu 90% eigentlich mindestens sicher sein, dass du dann die gleichen Sorten wieder rausbekommst und du halt dann die leckeren Früchte bei dir isst. Ist eigentlich recht einfach, du schneidest sie auf, dann sind dann überall die Samen drinnen in den Kammern, schabst die raus, tust sie in ein Glas rein, tust dann das Wasser auffüllen, tust dann in einem warmen, lichtgeschützten Ort stellen, ungefähr 2 Tage gären lassen. Dann brauchst du ein Sieb, wo dann die gärende Flüssigkeit dann durchgeht und die Samen dann im Sieb drin bleiben. Legst Backpapier auf, schreibst einen Namen drauf, tust es da drauf, lässt es ein bisschen trocknen und dann kannst du sie ganz einfach in einem Umschlag abkratzen und hast auch schön saubere Samen, genauso als ob du sie kaufen würdest. Welche Kulturen gibt es denn noch, die sich selbst befruchten können? Die hellbraune Wegschnecke oder auch Regenwurmarten? Gut, das macht da zur Not heraus. Und auch Bohnen, wo die Sortenreinheit auch deshalb wieder sehr einfach ist. Gibt natürlich Insekten, die Fremdbestäuber sein können, wie zum Beispiel die große Holzbiene, wie sie es bei mir macht. Aber ich baue jetzt zum Beispiel bei mir jetzt nur hier die Feuerbohne an, wo halt dann ich in einem größeren Umkreis so ziemlich der Einzige bin und halt hier eine Kreuzung noch nie stattgefunden hat. Zumal auch hier der empfohlene Isolationsabstand sehr gering ist von 5 bis 10 Meter. Allerdings solltest du bei der Lagerung von deinem Bohnensaatgut auf den Speisebohnenkäfer achten. Dieser legt seine Eier bei den Bohnen mit rein und die Larven fangen dann an, die Bohnen anzuknabbern und sie dann keimunfähig zu machen. Dann haben sie Löcher drin. Ist mir auch schon einmal passiert. Das war komisch und ärgerlich. Das gleiche Spiel bei den Erbsen genauso wie bei dem Bohnen. Und zu den vorwiegend selbst befruchteten Pflanzen gehört auch der Salat dazu. Auch wieder ein Zwitter. Paprikas können sich auch selbst bestäuben und es gibt auch selbst befruchtende Gurkensorten, die dann überwiegend auch die weiblichen Blüten tragen, aber ich glaube, die wurden extra selektiert und ich weiß bei denen nicht ganz genau, wie es mit dem Saatgut und mit der Vermehrung genau ausschaut. Wie du vielleicht feststellen konntest, weißt du ungefähr, wohin die Reise geht, und zwar zu den selbst befruchteten Pflanzen, die halt dann zum Beispiel die Tomaten sowohl männliche als auch weibliche Komponenten in ihren Blüten haben. Also Zwitterpflanzen. Und bevor ich jetzt wieder einen dummen Witz mache und ein paar Leute verärgere und dann vielleicht nicht noch angedroht werde zum Canceln
oder einfach nur beleidigt werde, beende ich jetzt einfach mal hier das Video. Hier findest du noch weitere spannende Videos von meinem Kanal, unter anderem wie man jetzt zum Beispiel hier so schöne saftige Tomaten anbauen kann. Gerne einen Daumen nach oben geben, Kanal auch kostenlos abonnieren und unten in die Kommentare schreiben, wie lange brauchst du für 1 Kilometer.